Und komm morgen wieder. Ja, na gut. Baust du entfernen die Pferde? Burg Ironfist. Hier war kein Drachenturm, aber erstmal können wir gucken nach Hufeisen. Und wir können die Rüstungsexperten einmal abfragen. Also du hast schon, aber wir könnten für ihn den Meister rausfinden. Schildplatte? Hallo? Ah. Geht's? Forest Souther, einer der wichtigsten Ritter in Andros, unterrichtet den Umgang mit der Panzerrüstung nahe Burg Temper. Burg Temper war Freehaven, oder? Ich glaube schon. Das merken wir uns schon mal so ungefähr. Und dann hätte ich noch ganz gerne Gewick. Hallo, wie geht's? Desmond Welder in Kriegsbeier. In Kriegsbeier waren sehr viele Meister. Da sollten wir echt mal hin. Haben wir jedoch keinen Sprungpunkt für, richtig? Nee. Da ist Drachensand. Gefrorenes Hochland ist hier. Nördlich von Blackshire müsste Kriegsbeier sein. Oh, und Silvercroft waren wir auch noch gar nicht. Also ja, wir haben tierisch viel zu tun, das ist schön. Blackshire. Hallo, Blackshire. Wir würden gerne zu der Schattengilde, wenn wir da dann schon Mitglied sind. Licht. Geschlossen. Schatten. Wir sind zu spät. Also zu früh. Also ihr wisst schon. Geschlossen. So, du lerne Schatten. Schattenzaubersprüche. Was haben wir da? Armageddon! Der erste Spruch, den wir sehen, zerstört die Welt. Nein, nicht ganz, aber er macht sehr viel Schaden bei allen Kreaturen auf der Karte. Mondstrahl. Ein wirkungsvoller Schattenzauberspruch. Mondstrahl heilt deine Charaktere und beschädigt alle Monster im Sichtfeld. Funktioniert nur im Freien und bei Nacht. Alle Monster leiden 1 bis 4 Schadenspunkte pro Fähigkeitspunkt in Schattenmagie und alle Charaktere werden um 1 bis 4 Trefferpunkte geheilt. Oh, ist nicht schlecht, aber macht halt nicht viel. Nochmal Armageddon, nochmal Mondstrahl. Schrapnell. Feuert vor den Ausbrechen eine Welle heißen, zerklüfteten Metalls ab, das jede Kreatur trifft, die im Weg kommt. Jedes Stück fügt 6 Schadenspunkte plus 1 bis 6 pro Fähigkeit zu. Und es schießt halt recht viele davon. Und wenn man das im Nahkampf macht, treffen alle ein Ziel. Also wäre das 7 mal, Klammer auf, 6 plus 1 bis 6, Klammer zu. Also viel. Den sollten wir uns kaufen. Drachenhauch. Drachenhauch macht sehr viel Schaden. 1 bis 25 pro Fähigkeitspunkt. Und es ist halt wie ein Feuerball. Also es trifft ein Ziel in alle Umgegenden. 18.000 ist ganz schön happig. Schrumpfstrahl, Massenfluch, Wiederbeleben, Giftwolke. Eine giftige Wolke schädlicher Gase wird von dem Zaubernden gebildet und bewegen sich langsam von deinem Charakter fort. Die Wolke richtet 25 plus 1 bis 10 pro Fähigkeitspunkt an. Und dauert so lange, bis es etwas hineinläuft. Ich glaube, damit kommt man aber auch sich selber treffen. Trotzdem ist es erstmal gekauft. So. Okay, Du. ja. Du. Schatten. 5 Punkte nur, das heißt, du kannst jetzt Experte werden. Expertenlehrer hatten wir gerade gesehen. In Whitecap. Also im gefrorenen Hochland. Und wir sind auf 13.000 runter. Wie geht's? Keulenmeister werden wir erstmal eine ganze Zeit lang nicht werden. Wie geht's? Meister des Schwertes. Oh. Wir müssen erst in den Augen von Osric Temper, dem größten Schwertkämpfer aller Zeiten, als wahre Kavalleristen gelten. Wir sind Kavallerist. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Schwertfähigkeit Stufe 8. Oh, Schwertfähigkeit Stufe 7. Jetzt? Nein. Nein, es fehlen 2 Punkte.
Dann könnten wir uns endlich eine neue Axt holen. Na gut, behalten wir im Kopf. Wir müssen so viele Sachen gerade im Kopf behalten, das ist nicht mehr schön. Also ich versuche mir zu merken, dass der Meisterschwertkämpfer hier war. Hallo, schön, dass du da bist. Meister am Schild, nein, und Gerugon soll aufhören, die Leute zu begrüßen. Das ist unheimlich. Tempel von Blackshire, nein. Schön, dass du da bist. Nein. Wie geht's? Suchauftrag. Achso, für sie sollten wir den Typen aus dem Schlangentempel holen. Schön, dass du da bist. Du warst der Meister des Schwerts. Wie geht's? Keulenmeister. Nee, das war's hier erstmal. Also wir brauchen eigentlich nur ein Hufeisen. Und Drachenturm. Da ist ein Drachenturm. Klick. Das war jetzt Blackshire. Aufgeschrieben. Blackshire. Haken dahinter. Neusorgpegal haben wir auch. Springen wir einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Du, Stadtportal. Also Neusorgpegal haben wir. Blackshire haben wir. Whitecap haben wir. Das heißt, eigentlich fehlen nur noch die drei, oder? Schaut so aus. Freehaven. Freehaven Drachenturm, da. Dum, 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 dum. Da. Freehaven schreibe ich auch kurz auf, obwohl ich das Aufschreiben, glaube ich, sparen kann. Und kurz gucken, ob irgendwo neue Hufeisen sind. Nein. Und im Südwesten war der andere. Es ist echt ärgerlich, dass die zwei Punkte fehlen. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt alle Drachentürme justieren, werden wir einen Stufenanstieg kriegen. Dann passt das auch. Bist du Luft? Geschlossen. Ich hätte ganz gerne Fliegen. Luft. Die Magie des Fliegens. Sternfeuer, Implosion, Fliegen. Danke. Ja. Flieg. Und keine Hufeisen. Okay, nächstes Ziel. Also Blackshire, Whitecap, Freehaven, also egal. Mist. Ah, da hinten. Wollte schon sagen, Mist hat anscheinend gar keiner, aber der ist hier. Bisschen außerhalb. Klick. Also Mist. Fehlt nur die Stadt, wo wir bisher noch nie waren. Silvercove. Warum blinkst du, wenn wir in Silvercove auftauchen? Komischer Gerogon. Hier. Silvercove. So, wir lassen uns aber nicht von dieser schönen Stadt ablenken, wo wir noch keinem einzigen Haus gewesen sind, sondern springen gleich zurück. In der Hoffnung, dass es jetzt schon alle waren. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich noch einen auf der Liste gehabt? Nee. Okay. Und da wir jetzt dekadent sind, laufen wir nicht zurück, sondern wir fliegen. Wenn ich die Taste dafür finde, da. Und jetzt müsste der Drachenturm nicht mehr auf uns schießen, weil er justiert ist. Sehr gut. Da würden wir gerne hin. Oh, und Schatten. Schatten war hinten. Nicht vergessen, Geruhr, nicht vergessen. Kriegsmagier. Ich wusste, dass mein Vertrauen in dich nicht enttäuscht werden würde. Du hast ein großes Problem unseres Königreiches gelöst. Ganz davon abgesehen, dass du dir selbst damit einen Gefallen getan hast. Es ist jetzt sicher, über Städte zu fliegen. Mhm. Es ist mir eine Ehre, alle von deinen Leuten, die Kampfmagier sind, zu Kriegsmagier zu befördern. Alle Kampfmagier ehrenhalber zu Kriegsmagier ehrenhalber. Hier ist auch das Gold. Gold ist immer schön. Und hops. Das wird jetzt auf jeden Fall ein Stufenanstieg gewesen sein. Ja. Also, wir fliegen jetzt hier rüber. Holen uns den Expertenrang in Schattenmagie für Talana. Das war hier hinten. Oh. Autsch. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's? So, 2000 Gold. Holen uns dann einen Stufenanstieg für mindestens Gerugon. Für die anderen nur, wenn wir genug Gold haben. Gucken dann weiter. Wer braucht Unterricht? Du. Es ist noch
1300. Schieß mich tot. Es wird langsam teuer. Also bei ihr ist es günstig, weil sie halt einen Expertenrang hat im Handeln, aber der Rest... So, also. Schwert. Schwert 8? Das klingt irgendwie nach einer komischen Zahl, aber na gut. Du, Stadtportal, Blackshire. Da war... Oh, hallo. Meister werden für 0 Gold. So, und seine Axt haben wir verkauft. Ich kann mich jetzt bildlich daran erinnern, wie wir die Axt genommen haben und zu ihr... Ja, okay. Die Axt ist weg. Dafür haben wir jetzt zwei ordentliche Schwerter. Und zwar ein Dämonentöter und ein Kälteschwert. Eigentlich bräuchten wir jetzt wieder zwei Dämonentöter und zwei Drachentöter. Aber gut, das kann... Aha. Weg. Das wolltest du noch selber verzaubern. 3-4 Kälteschaden. Hm. Nee, wir haben immer Segen drauf und Präzision und was weiß ich. Ich nehme lieber das Ding hier. Es ist zwar nicht so präzise, aber macht mir Schaden. Also kann das verkauft werden. So, was haben wir jetzt noch alles auf unserer To-Do-Liste? Kleriker. Lay hat noch keinen einzigen Klassenaufstieg. Sie hat zwei. Sie hat zwei. Er hat einen. Dafür müssen wir einen Drachen töten. Ich glaube, das dürfte langsam richtig gut machbar sein. Wo war der Drache? Erschlage Long Feng Witherhide in seiner Höhle bei Burg Darkmoor und kehre zurück zu Wilbur Humphrey in Burg Ironfist. Darkmoor. Darkmoor ist da unten. Also von Freehaven aus Richtung Süden. Da lang. Da gucken wir doch mal fix hin. Dann bringen wir den Drachen um. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es einigermaßen gut klappt. Und danach schauen wir uns endlich in Silver Cove um. Also zum einen, weil da ganz viele Häuser sind, wo wir noch nicht drin waren, wo interessante Lehrer sein könnten. Zum anderen aber auch, weil der wahrscheinlich die Klassenlehrerin für Lay sein wird. Und den kriegt sie auch schon mal mehr Zauberpunkte, mehr Trefferpunkte, was ja alles doch recht schick ist. Ah, welche überlebt, na gut. So, wir wollen nach Süden, 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 Süden. Sumpf der Verdammten. Klingt schon mal sehr sympathisch. Du, Auge. Hier sind ganz viele Skelette. Du, Fliegen. Bye, bye, Skelette. Boah, ist das neblig. Ja, ganz viele Skelette. Irgendwas war mit Burg Darkmoor. Die sollten wir suchen. Da sind wieder Harpien. Harpien sind doof. Hier sind Brücken. Da ist die Stadt selber. Da waren wir schon mal ganz kurz drin, um ein paar Gegner zu töten. Und das hier könnte Burg Darkmoor sein. Das hat schon mal geklappt. Das da wird nicht klappen, aber das meine ich mit fliegenden Kreaturen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn man versucht, mit Meteorregen fliegende Kreaturen zu treffen. Genau so sieht das aus. Also, nicht schön. Burg Darkmoor. Aber müssen wir gar nicht rein. Wir müssen uns hier nur umgucken, ob hier irgendwo eine Drachenhöhle ist. Wie hier zum Beispiel. Oh, die sind zu nah dran. Entfernung geht nur drinnen, oder? Nur in geschlossenen Räumen, ja. Wow. So, jetzt müssen wir noch Abstand haben. Wir haben zwei Skelette umgebracht. Sehr schön. Jetzt bitte ein bisschen mehr. Ja, erwischt, okay. Lay sollte vielleicht doch nochmal Präzision und so zaubern. Genau.
Kaputt, 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 kaputt. Oh, wo kommst du näher? Mhm. Du, Segen. Hauen. 7 Trefferpunkte mit Verbrennen. Das ist mau. Du, hey, du. Genau, 143 ist schon besser.